Hallo und Salam alaikum, herzlich willkommen bei Atlas Küche. Jede Jahreszeit versorgt uns mit frischem regionalen Gemüse, aus dem wir wunderbar warme oder auch erfrischend kühlende Gemüsesuppen zaubern können. Gemüsesuppen sind nährstoffreich und schnell zubereitet. Und deshalb zeige ich euch, wie man ganz schnell eine gesunde Gemüsesuppe zubereitet. Die ideale Belohnung für einen langen Fastentag. Wir brauchen dafür eine rote Paprika, eine Tomate, zwei Karotten, drei kleine Kartoffeln, eine Zucchini, 150 Gramm Sellerie, eine Lauchstange und ein kleiner Bund Petersilie. Außerdem brauchen wir ein kleines Stück frischer Ingwer, Salz, einen halben Teelöffel Oregano, Pfeffer und 1,2 Liter Gemüsebrühe. Zuerst das Gemüse waschen und bis auf die Paprika alles schälen und in grobe Stücke schneiden. Hier habe ich das klein geschnittene Gemüse in einem Topf gegeben. Zuletzt füge ich noch den Porree hinzu. Die Stiele der Petersilie entfernen wir und geben die im Ganzen mit in den Topf hinein. Das Stück Ingwer reiben wir und da müsst ihr schauen, wie viel ihr von verwenden möchtet. Ich habe zum Beispiel ungefähr 1,5 Teelöffel genommen. Dann würzen wir das Ganze noch mit etwas Salz und das Gemüse knapp mit der Gemüsebrühe bedecken. Deckel auflegen und die Gemüsesuppe zunächst aufkochen und dann auf mittlere Stufe zurückschalten und ca. 20 Minuten köcheln, bis das Gemüse halt weich ist. Dann nehmen wir den Topf vom Herd und mixen die Gemüsesuppe in einem Mixer oder mit einem Pürierstab vorsichtig pürieren. Die Suppe dann durch den Sieb passieren, damit sie schön cremig wird und gleichzeitig werden auch grobe Bestandteile aufgefangen. Dann anschließend nochmal kurz auf den Herd stellen, mit Pfeffer und Oregano abschmecken und für 3 Minuten kurz kochen lassen, damit das Aroma vom Oregano sich besser entfalten kann. Ja, und an dieser Stelle sage ich Psau Raha und einen guten Appetit! Ja, und das war's auch schon für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Das Rezept findet ihr nochmal auf meinem Blog, den ich euch in der Infobox verlinke. Und ja, ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!